Grüß euch, meine lieben Freunde im Aufwachraum. Ja, momentan brisant, wie es in der ganzen Welt, was gerade los ist, was sich gerade überall abspielt. Zum einen die Pandemie, die Impfungen massenweise, dann natürlich verändern sich die Menschen auch aufgrund dieser Umstände, die da jetzt in der Welt herrschen, denn das kann mir keiner erzählen, dass dich das einfach psychisch links liegen lässt, das Ganze. Das heißt also, mit dieser ganzen Pandemie geht ja einher Depressionen, schlecht aufgelegt sein und so weiter, weil du einfach dein gewohntes altes Leben nicht mehr so leben kannst. Und natürlich, du kannst es vielleicht schon wieder so leben, aber da musst du dich zwingen lassen, dass du diese Flüssigkeit in dir hineinlässt, in den Körper. Und somit eigentlich, ja, das ist auch nicht wirklich das wahre Glück. Also das ist ja auch wieder nur eine halbe Sache, wo man sagt, ja, das hat dann auch nichts mit dem alten Leben zu tun. Noch dazu, wo man jetzt drauf kommt, trotz der Impfung hört das Ganze weiter nicht auf. Weil wir sehen jetzt in vielen Ländern, wo weiterhin jetzt wieder neue Maßnahmen gestartet werden, obwohl schon ein Großteil der Bevölkerung durchgeimpft worden ist, machen die einfach wieder weiter, weil sie sagen, ja, jetzt kommt diese neue Variante, jetzt ist das diese Delta-Variante und ja, und da werden wir jetzt wieder einen neuen Impfstoff entwickeln, der kommt jetzt dann als nächstes dann, das heißt, dann kommt die dritte Impfung, dann die vierte, dann die fünfte, das heißt, das geht ja jetzt immer so weiter, das heißt, das Drangsalieren hört ja nicht auf und der einfache Mensch da draußen, die Leute glauben, und das ist auch legitim, wenn man es psychisch nicht mehr erträgt, dass man sich einfach jetzt das einredet, dass man sich erpressen lässt, einfach nachgibt und sagt, ja, ich lasse das jetzt über mich ergehen, denn ich halte dieses ständige Testen nicht mehr aus, ich halte das ständige Lappentragen nicht mehr aus, ich will einfach jetzt, dass alles wieder so wird wie früher. Aber ja, da muss man einfach einmal erkennen, das wird nie wieder so werden wie früher. Das haben die meisten vielleicht noch immer nicht am Schirm. Viele haben das jetzt schon am Schirm, die haben das schon mitbekommen. Und um was geht es jetzt da tatsächlich? Und das heißt also jetzt, das ist ja nicht nur jetzt das eine Problem mit der Pandemie, Plandemie und so weiter. Das heißt, das nächste, wo sie jetzt ein Scheifchen nachlegen, sind ja diese ganzen Umweltkatastrophen. Wir haben das jetzt erlebt in den letzten Wochen, überall diese Überflutungen, fast auf der ganzen Welt. Also ich habe da jetzt viele andere Videos gemacht, das habt ihr eh gesehen, auch speziell in den anderen Kanälen, dass wir überall, selbst in den Arabischen Emiraten, extreme Überschwemmungen, extreme Regenfälle und Gewitter gehabt haben. Und das ist aber, da haben dann gewisse sogar Mainstream-Quellen zugegeben, dass das alles künstlich manipuliert ist. Also die haben gesagt dort, ja, dass einfach in Saudi-Arabien, dass da einfach mehr Regen, Niederschlag kommen soll, weil schon sehr extreme Dürre dort herrscht. Jetzt haben die künstlich die Wolken geimpft, sozusagen, dass da der Regen runtergekommen ist. Gibt es jetzt mittlerweile auch viele Quellen. Das heißt, das wird jetzt in vielen Ländern angewendet, diese künstliche Wettermanipulation, wo man auch noch vor ein paar Monaten ist das noch belächelt worden von vielen Leuten und gesagt, ja, wahrscheinlich dieser eine verrückte Typ hat gesagt Wettermanipulation, ja, und jetzt weiß man schon immer mehr, weil schon immer mehr Mainstream-Quellen das jetzt als Selbstverständlichkeit hinstellen, ja, dass einfach, dass dazugegeben wird, dass jetzt am Wetter manipuliert wird und worden ist, okay. Das ist jetzt wieder dieser verschwimmende Übergang. Das muss man jetzt so häppchenweise den Leuten vor die Füße knallen, weil sonst kommt man ja wieder drauf, hey, das ist eine Verschwörungstheorie, die sich erfüllt haben. Und dann hätten ja schon wieder diese Verschwörungsschwurbler ja recht gehabt. Und damit man das unter den Tisch kehrt, gibt es diese Methode des häppchenweisen, sich häppchenweise die Wahrheit der Öffentlichkeit zu präsentieren. Das heißt, langfristig gesehen, wenn dir das innerhalb von einem oder zwei oder fünf Jahren so serviert worden ist, dann hast du nicht mehr diese Reflexion, dass du sagst, hey, ich habe noch vor einem Jahr darüber andere Leute niedergeprügelt und gesagt, was bist du für ein Spinner, du bist ein Verschwörungstheoretiker. Und so ist es in allen Bereichen. Auch die Leute, die sich jetzt alle
der Großteil impfen lassen. Das sind genau die Leute, die vor einem Jahr noch darüber gelacht haben, über die tatsächlichen Aufklärer, die gesagt haben, hey, wie die Pandemie begonnen hat, hey Leute, passt auf, weil die werden innerhalb von den nächsten ein, zwei Jahren versuchen, alle Menschen zu impfen. Das war sozusagen diese Kernbotschaft von diesen verrückten Verschwörungstheoretikern. Und heute, sagen wir mal, der Großteil hat darüber gelacht und heute lässt der Großteil sich genau das mit sich machen, okay? Und da, das meine ich jetzt, diese Reflexion zu haben. Und selbst wenn man das jetzt wieder sagt und wieder aufklärt, dann wird das wieder nicht verstanden. Das heißt, das ist wie eine Hypnose. Das heißt, wenn ich hypnotisiert bin, dann kann ich auch mit demjenigen reden, was ich will. Der wird immer das machen, was der Hypnotiseur ihm befiehlt. Und genauso kann man das Ganze jetzt vergleichen. In einer Art Hypnose, was da gerade passiert. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, jetzt, wo wir hinkommen, weil jetzt haben wir zum einen diese Pandemie, dann kommt vielleicht diese echte Pandemie, ausgelöst von, ihr wisst schon von was, also wo auch jetzt wieder gelacht wird, ja, ihr redet immer vom Herbst. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt im Herbst beginnt, aber ich glaube in den nächsten Jahren, das kann natürlich, oder das wird vermutlich sogar eine längere Zeit dauern, denn sonst würde es auffallen. Also es hat eigentlich schon begonnen, weil alle, die jetzt in den alternativen Medien unterwegs sind und Kontakte haben zu alternativen Sendern, die bekommen ja auch immer die Rückmeldungen von der normalen Bevölkerung, ja? Was du ja im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ja nicht hast, weil die kreieren ja immer irgendwelche Geschichten. Die haben ja nicht wirklich Kontakt mit den echten Menschen da draußen. Und wir in den alternativen Medien, wir bekommen ja immer Zuschriften von Menschen, ja, quer durch die Bevölkerung, die sagen, hey, boah, ja, der ist jetzt gestorben, der ist gestorben, da ist jemand umgefallen, aber alle, das hat alles mit der Impfung zu tun, ja. Und das häuft sich jetzt immer mehr, also das ist schon extrem, muss man jetzt sagen, wo man sagt, auch umgekehrt jetzt, wie die Corona-Pandemie begonnen hat, haben wir eigentlich auch immer darauf gewartet, also wir Verschwörungstheoretiker, was am Anfang gesagt haben, boah ja, da wird jetzt riesengroß was daherkommen, aber wir Verschwörungstheoretiker sind ja nicht die, die so sensationsgeil sind und darauf hoffen, dass jetzt was Schlimmes daherkommt, denn sonst wären wir ja auf den Zug aufgesprungen, okay, auf diesen Propagandazug. Und da muss ich mir jetzt die Frage stellen, warum das die Verschwörungstheoretiker damals schon gesagt haben, hey, das stimmt das nicht, weil letztendlich, was ich so von meinem Umfeld erfahre, da passiert nichts. Und das ist im krassen Gegensatz dazu, was in den öffentlichen Medien da präsentiert wird. Das heißt, wir haben diese Scheinwelt, diese Märchenwelt, diese kreierte Welt mit ihren gekauften Leuten, inklusive gekaufte Presse, gekaufte Weißkitteln und so weiter, ihr wisst schon, was ich damit meine. Und damals, das hat einfach nicht zusammengepasst, das hat nicht gestimmt, okay? Das ist dann aufgeklärt worden. Umgekehrt jetzt, wo das Ganze unter den Tisch gekehrt wird, wenn man sagt, hey, jetzt kenne ich aber viele, ich bekomme zig Nachrichten, Benachrichtigungen, was da jetzt mit der Stechus Cactus da jetzt alles veranstaltet wird, also was da jetzt ans Licht kommt. Und das wird jetzt völlig ignoriert, ja. Das heißt also, da merkt man schon wieder diese Interessenssteuerung, die da im Hintergrund stattfindet. Ja, jetzt haben wir sozusagen diese, dass ich nochmal jetzt zurückkomme, ein Punkt. Wir haben zum einen jetzt diese Pandemie, dann vielleicht, vermutlich jetzt kommt das Echte noch nach, ja. Was immer mehr wahrscheinlicher wird, was man jetzt schon sieht an gewissen echten Fällen. Dann haben wir diese Wetterphänomene und alles aber, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, und das Ganze spielt sich auf der ganzen Welt ab, okay? Auf der ganzen Welt. Und das ist eigentlich beispiellos. Denn wenn es oft so große Katastrophen in der Vergangenheit gegeben hat, dann hat das entweder immer nur einen Kontinent betroffen, aber nicht wirklich die ganze Welt. Und diesmal haben wir
diese Szenarien, die sich auf der ganzen Welt abspielen. Ob das jetzt dann künstlich herbeigerufen worden ist, alles, diese Szenarien, mag jetzt dahingestellt sein, denn letztendlich, der ist, falls es künstlich gemacht worden ist, dann war es ja auch die Idee von einer gewissen Gruppe oder von gewissen Menschen, die aber letztendlich einen gewissen Geist in sich tragen. Und jetzt komme ich am Punkt, das ist dieser Geist, dieser Antichrist oder dieser Endzeitgeist, wo man sagt, in der Endzeit oder in den letzten Tagen der Menschheit wird der Teufel noch einmal extrem wütend auf dieser Welt und er wird alles Mögliche noch versuchen, um die Menschen zu drangsalieren, fertig zu machen. Also wirklich die schlimmsten biblischen Prophezeiungen werden sich da erfüllen, angefangen von Hungersnot und Seuchen und Elend und Erdbeben und Brutalität und wie die Menschen dann miteinander umgehen werden, also ganz schlimme Zustände, wo man sagt, das hat nichts Menschliches mehr, sondern die Menschen werden, die Liebe wird erkalten, heißt es dann auch. Und das sind ja auch alles Anzeichen, was wir jetzt gerade weltweit feststellen. Und da müssen wir uns eins bewusst sein. In der Bibel wird immer von diesem weltweiten Ereignis gesprochen. Das hat es weder in der Vergangenheit gegeben, ich glaube, es wird es auch nicht mehr in der Zukunft geben, sondern es gibt diesen Nullpunkt, wo man sagt, jetzt ist, oder dieser Punkt, wo die Spitze erreicht ist, und an dieser Spitze befinden wir uns. Und das ist diese typische, ja, Endzeit oder wie auch immer, dass man dann betiteln möchte. Die anderen sagen, ja, es ist der Aufwachprozess, wo einfach alles ans Tageslicht kommt und Unrecht muss geschehen lassen, also Gott muss das Unrecht geschehen lassen, damit es dann auch offensichtlich wird. Das heißt, da gibt es auch diese Aussage in der Bibel vom Unkraut, wo das Unkraut bis zum Schluss wachsen muss, damit es für alle Welt offensichtlich ist, das Unkraut, damit man Unkraut von Blumen unterscheiden kann. Und so ähnlich, also das ist ja wieder diese Analogie oder diese Metapher, was da verwendet wird in der Bibel, auch wieder Bezug nehmend auf das Weltende oder die letzten Tage der Menschheit, dass Gott sozusagen Unrecht ganz bewusst zulassen wird oder er sich mehr oder weniger vielleicht sogar zurückzieht und sagt, ich muss jetzt alles geschehen lassen hier auf dieser Welt, es muss alles wachsen können, eben auch das Unkraut, und jetzt wird das Unkraut sichtbar. Und alles, was sich jetzt gerade auf dieser Welt ereignet, jetzt diese Korruption in der Politik, die alle Institutionen, die da jetzt auch mitspielen bei diesem Wahnsinn, ob das jetzt mit diesen Impfungen ist, mit diesen ob das jetzt, wenn sie sich dann wieder diese Umweltaktivisten einsetzen wollen, CO2 reduzieren und so weiter, oder dieser Transhumanismus und so weiter, also diese ganze Bewegung, die da dahinter steckt, wir erinnern uns nur Klaus Schwab, The Great Reset, Transhumanismus, der digitale Mensch und so weiter, das ist ja alles voll im Gange. Ja? Das spielt sich alles jetzt im Hintergrund ab. Faktisch spielt sich das im Hintergrund ab, also das ist schon längst keine Verschwörung mehr. Ja, ein paar versuchen das jetzt immer noch als Verschwörung zu verkaufen, wird aber ja letztendlich jetzt anhand von diesen Taten, die gerade jetzt überall vollzogen werden, trotzdem offenbart, dass das jetzt tatsächlich sich genau da jetzt alles so abspielt. Ja, und jetzt stellt sich dann die Frage, jetzt, wenn ich wirklich weiß, das ist jetzt der Punkt, das ist der Zeitabschnitt, tatsächlich wir alle, du, ich, alle, wir alle, die da jetzt auch in diesem Moment zuschauen, wir alle befinden uns jetzt in den letzten Tagen der Menschheit, in der Apokalypse. Das heißt, wir hatten jetzt tausende von Jahren Menschheitsgeschichte und genau wir sind diese letzte Generation, die das jetzt erleben kann, die jetzt vielleicht noch Einfluss hat. Das ist so schräg.
Das ist wirklich schräg. Das ist eigentlich, wenn man sich das so vorstellt, wie in einem Hollywood-Blockbuster-Film, wenn man sagt, hey Leute, was sich da jetzt gerade abspielt, das sind die letzten Tage der Menschheit und da wird sicher jetzt demnächst Gott eingreifen oder Gott irgendetwas machen. Sei es jetzt, ich weiß es nicht, wie dieser Eingriff stattfinden wird, ob sich jetzt der Mensch selbst beginnt zu wandeln, das steht auch in der Bibel drin und in einem Nu wurden wir alle verwandelt, dass man sagt jetzt, gewisse Menschen oder Auserwählte oder erleucht, ich weiß es nicht und ich will mich auch über keinen anderen Menschen stellen. Was für mich einfach Tatsache ist, ist, dass das auch zusammenhängen wird mit dem Mahlzeichen des wilden Tieres. Das heißt, das Mahlzeichen, das keiner mehr kaufen und verkaufen kann, das erleben wir auch gerade jetzt mit diesem Zwang, mit Stechus Cactus. Ihr wisst, was ich damit meine. Das alleine schon ist eine gewaltige Erfüllung einer Prophezeiung. Sowas wird sicher nicht mehr kommen in einer ähnlichen, vergleichbaren Weise. Das ist genau dieses Mahlzeichen und da stellt sich heraus, ob du da mitspielst, ob du deine Seele verkaufst dafür, dass du wieder dein altes, bequemes Leben wieder leben kannst. Ja, wie auch immer. Natürlich, du hast immer die Möglichkeit, man kann immer wieder jederzeit umkehren. Dieses, wo wir wissen, in den letzten Tagen, Jesus Christus wird dann unter uns weilen, er wird uns helfen, weil es heißt auch weiters in der Bibel, und er begann inmitten seiner Feinde zu herrschen. Das heißt also, oder Jesus kommt ja als Retter wieder zurück, ja, und das wird aber auch diese Zeit sein, wo noch dieses alte System noch extrem am Werken sein wird und was uns extrem noch schikanieren werden wird, ja, aber wir wissen dann, wir haben diese Hilfe, jetzt in dieser Zeit haben wir Hilfe von Jesus Christus. Das war's, meine lieben Freunde, und wir sehen uns. Tschüss, pfiat euch.